Hallo, mein Name ist Stefan Heide und ich bin Knochenmarkspender. Besser gesagt, ich habe mal Knochenmark gespendet. Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar war es im Sommer 2018 und ich war mit meiner Familie im Schwedenurlaub. Und da klingelte das Telefon. Ich habe mich vorgestellt, hallo, Stefan Heide von der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Ich dachte, es ist was Berufliches. Und dann stellte sich am Gegenüber die Stefan-Mohr-Stiftung vor. Und ich habe eigentlich folgenden Satz bekommen, Herr Heide, Sie werden gebraucht. Sie kommen zu 100% als potenzieller Knochenmarkspender in Frage. Und ich habe gesagt, okay, was muss ich jetzt hier beachten? Und dann hat sie zu mir gesagt, Sie machen mal ganz entspannt Ihren Urlaub zu Ende und dann, wenn Sie in Deutschland wieder sind, dann werden ein paar Termine ausgemacht, dann kommt es zu ein paar ärztlichen Untersuchungen. Ja, und dann im Idealfall können Sie Knochenmark spenden und Leben retten. Dann habe ich gesagt, okay, bin dabei. Gesagt, getan, aus dem Urlaub zurück. Und dann macht man sich ja so Gedanken, was passiert da jetzt eigentlich? Und gleich als erstes und an dieser Stelle, es ist reingesehen nur zum Besten. Es ist eine Untersuchung, die man da vollzieht, quasi. Man wird einmal durchgecheckt, was ganz gut ist, weil man dann weiß, dass man gesund ist. Und auf der anderen Seite bekommt man dann das Go. Das Go für die Knochenmarkspende. Ich habe das gemacht. Bei mir war alles in Ordnung. Und die Stefan-Mohr-Stiftung, die hat an der Stelle alles super organisiert. Das von der Terminvereinbarung mit den Krankenhäusern bis hin zur Entnahme, die im vergangenen Jahr war, beziehungsweise im Uniklinikum in Leipzig. Das war top vorbereitet. Es wurde sich um alles gekümmert und letzten Endes kam es zu einer Knochenmarkspende. Und jetzt ist ganz spannend, man macht sich vorher einen riesen Kopf, aber letzten Endes ist es ein kleiner Pieks in den Rücken. Es wird dir Knochenmark entnommen und du rettest Menschenleben. Und ich kann jeden nur an dieser Stelle dazu aufrufen, das Gleiche zu tun. Registriert euch in eine Knochenmarkspenderdatei. Gerade im Hinblick, morgen ist der 4. Februar, das heißt Weltkrebstag. Und die Stefan-Mohr-Stiftung steht euch da mit allen Rat und Tat zur Seite, wird eure Fragen beantworten. Und ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, macht das. Spendet Knochenmark, rettet Leben und tut einfach was Gutes. Und ganz spannend, ich habe vor ungefähr 14 Tagen einen Brief erhalten. Einen Brief der Empfängerin. Ein kleines, 8-jähriges Mädchen, welches wieder lacht, in die Schule geht und einfach Zeit mit der Familie verbringt. Ob das Kuscheln ist, ob das der Spaziergang mit dem Hund ist. Und das ist etwas, was mich so tief berührt hat, ein Menschenleben zu retten durch einen kleinen Pieks. Und deswegen mein Aufruf, spende Knochenmark, rettet Leben und alles Gute. Tschüss.